Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 2 unserer grandiosen First Order Edition. Und die erste Ordnung wird hier repräsentiert von unserem großartigen Sturmtruppler. Der hat sich nämlich aufgrund seiner tollen Verdienste für die Erste Ordnung endlich seine Seta verdient und kann damit noch besser das Feuer erwidern. Setzt der Sturmtrupper der Ersten Ordnung eine Fähigkeit ein, hat er eine 50%ige Chance, einen zufälligen Verbündeten zu Hilfe zu rufen, der 50% Schaden verursacht, wenn er nicht der Ersten Ordnung angehört. Andernfalls gewährt der Verbündete anschließend 2 Runden lang Vorteil. Absolute Spitzenklasse, Freunde, diese Seta werden wir vergeben. Und dann machen wir weiter mit der galaktischen Eroberung, denn auch da haben wir noch einiges vor. Wir haben nämlich nur noch circa 8 Tage Zeit zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos und wir wollen natürlich das Ding auf leicht abschließen, am besten hier bis Sektor 5 kommen, denn dann schalten wir fürs nächste Mal die Eroberung auf normal frei und die wird uns mit diesem Account dann ein ganzes Weilchen begleiten. Freunde, schneidet euch an, wir springen rein in den Hyperraum. Los geht's! Ihr kennt ja bereits die 2 Teams, die ich geplant habe für 5 gegen 5 Kämpfe. Außerdem habe ich euch meine 3 Teams gezeigt für 3 gegen 3 Kämpfe. Und jetzt ist es so, dass wir insgesamt noch 4 Setas zu verteilen haben. Eine für Kylo Ren, eine für Kylo Ren unmaskiert, eine für den Sith-Truppler und eine für den Sturmtruppler. Ich habe mich dazu entschieden, erst einmal dem Sturmtruppler die Seta zu geben und ich werde euch ganz kurz erklären, warum und dann machen wir weiter mit der Eroberung und werden dann die Seta des Sturmtrupplers in Action sehen, okay? Und zwar ist es so, dass 3 gegen 3 ab und zu mal vorkommt in der großen Arena-Meisterschaft. Aber 3 gegen 3 kommt bei weitem nicht so oft vor wie 5 gegen 5 und generell gibt es eben mehr Spielmodi, in denen wir 5 gegen 5 kämpfen, als 3 gegen 3, okay? Deswegen priorisiere ich grundsätzlich eher 5 gegen 5 als 3 gegen 3. Es wäre natürlich praktisch, wie ich letzte Episode erklärt habe, diesem Kylo Ren seine Seta zu geben, seine Ausrüstung schnellstmöglich aufzutunen, damit der als Ein-Mann-Armee fungieren kann. Wir hätten dann praktisch 3 Teams der Ersten Ordnung und als 4. Team der Ersten Ordnung Kylo Ren als Ein-Mann-Armee, wenn er eben gut ausgerüstet ist und seine Seta hat wenigstens. Das wären dann 4 Teams. Allerdings, da wo wir uns momentan befinden, in der Liga der großen Arena-Meisterschaft, reicht es, wenn wir 3 Erste-Ordnungsteams für die Offensive haben und dieser Kylo Ren hat sowieso noch keine so hohe Ausrüstungsstufe und dem fehlen auch noch ein paar Omegas. Dementsprechend kann ich ihn so oder so erst einmal noch nicht wirklich effektiv als Ein-Mann-Armee spielen. Er passt gut in dieses Team hier rein und wir brauchen auch nur 3 Teams für die Offensive. Natürlich ist es immer gut, ein paar Ersatzteams für die Offensive zu haben, aber jetzt mal nur so als Grundsatz. Das bedeutet also, die Priorität für seine Seta ist erst einmal nicht so hoch, meiner Meinung nach. Als nächstes hätten wir dann die Seta für diesen Kylo Ren hier. Kylo Ren unmaskiert. Hier in 3 gegen 3, muss ich sagen, wäre die Seta wunderbar, ziemlich gut für dieses Team. Hätte ziemlich hohe Priorität. Auf jeden Fall höher als die für den maskierten Kylo Ren. Aber ich muss mich ja zwischen Setas entscheiden, weil ich momentan nur eine vergeben kann. Und da finde ich, ist der Sturmtruppler der Ersten Ordnung ein bisschen wichtiger als dieser Kylo Ren. Warum erkläre ich euch jetzt? Und zwar, wir reden hier von 3 versus 3. Aber in 5 versus 5, also 5 gegen 5, ist es so, dass wir die Seta von ihm, die zweite Seta, die vernarbt heißt, damit er am Anfang der Runde schon provoziert, nicht unbedingt benötigen. Ja, wenn er provoziert, hat er eine doppelte Chance auf einen Gegenangriff, das ist nett. Er provoziert am Anfang des Kampfes um eine Runde, das ist auch nett. Aber wenn wir von der großen Arena-Meisterschaft ausgehen, 5 gegen 5, das ist also der wichtigste Spielmodus, dann reicht es, wenn wir Captain Phasma als Anführerin haben und seine Omikron, weil die beiden sorgen dafür, dass das komplette Team mit Vorteil beginnt und gleichzeitig auch noch plus 100 Tempo hat. Dementsprechend ist der Kylo Ren wahrscheinlich so viel schneller als die Gegner, dass er sowieso ziemlich schnell am Anfang provozieren kann. Also ist seine Seta meiner Meinung nach erst einmal nicht so wichtig. Außerhalb der großen Arena-Meisterschaft 5 gegen 5, also wann immer er nicht von der Phasma-Tie-Pilot-Kombo profitiert, wie beispielsweise hier, oder in anderen Spielmodi, ja, wo er als Anführer gespielt wird und er profitiert eben nicht von den beiden,
dann macht es natürlich Sinn, ihm seine Zeta zu geben. Da ich aber 5 gegen 5 große Arena-Meisterschaft priorisiere, wegen eben dem Wachstum an Kristallen und so weiter, hat diese Zeta auch eine bisschen niedrigere Priorität für mich. Vorerst. Als nächstes geht es also um die beiden hier, Sith-Truppler und Sturmtruppler der ersten Ordnung. Und ihr seht, der Sturmtruppler der ersten Ordnung ist fast immer mit dem Sith-Truppler und mit Hux in einem Team. Also momentan immer, ja. Sei es 5 gegen 5 und sei es 3 gegen 3. Außerdem hat dieses Team mit Hux, Sturmtruppler und Sith-Truppler nirgendwo einen Bonus durch Omikrons. Also das heißt, die sind wirklich nur auf ihre eigene Stärke angewiesen, die sie halt zu bieten haben. Und deren Stärke basiert darauf, zu kontern und hohen Schaden zu machen mit ihren Basisangriffen. Ja? Ob in 3 gegen 3 oder in 5 gegen 5. Und diese Stärke wird noch weiter ausgebaut, wenn der Sturmtruppler der ersten Ordnung als einziger Tank in diesem Team und als einziger Tank in diesem Team, wenn der dafür sorgt, dass er jedes Mal, wenn er eine Fähigkeit aktiviert, eine 50%ige Chance hat, einen erste Ordnung verbündet, also einen Verbündeten zu Hilfe zu rufen. Und wenn er nicht der ersten Ordnung angehört, macht er eine 50% Schaden. Das heißt, wenn er der ersten Ordnung angehört, macht er 100% Schaden, so wie ich das verstanden habe. Das bedeutet, wenn wir Provozieren aktivieren, haben wir eine 50%ige Chance, dass jemand hilft. Wenn er normal angreift, haben wir eine 50%ige Chance, dass jemand hilft. Wenn er also kontert und einen normalen Angriff benutzt, haben wir eine 50%ige Chance, dass jemand hilft. Zusätzlich gewährt er dem auch noch Vorteil, was immer sehr, sehr praktisch ist, ja. Und das ist natürlich praktisch, wenn Hux Vorteil bekommt, wenn der Sith-Truppler Vorteil bekommt, wenn er selbst Vorteil bekommt und so weiter und so fort. In dem Team für jeden und natürlich auch in dem Team für jeden, immer. Und dementsprechend glaube ich, dass unter Anbetracht meiner aktuellen Umstände, so wie ich die Teams geplant habe, der Sturmtruppler der ersten Ordnung am meisten Sinn macht, jetzt zu setern. Weil er nämlich dieses Team hier, dieses Grundprinzip von Hux, Sith-Truppler und Sturmtruppler, das auch hier existiert, am besten verstärkt. Okay? Wenn ich also Zetas priorisieren müsste, würde ich sagen, Sturmtruppler der ersten Ordnung am meisten. Danach wahrscheinlich Kylo Ren unmaskiert. Dann wahrscheinlich Kylo Ren maskiert, weil ich bis dahin dann seine Ausrüstungsstufe und so weiter nachgezogen habe entsprechend. Und zum Schluss den Sith-Truppler. Warum den Sith-Truppler zum Schluss? Ich habe das schon einmal erklärt, ich werde es nochmal ganz kurz ansprechen. Erbe des Imperators wird dann ausgelöst, wenn einer unserer Verbündeten stirbt. Das ist praktisch in der Arena oder wenn unser Team in der Verteidigung gespielt wird. Aber in der Offensive wollen wir ja nicht, dass unsere Verbündeten sterben, weil wir ja maximale Punkte in der Offensive rausholen wollen. Das heißt also, im Idealfall stirbt keiner unserer Verbündeten und dementsprechend würde diese Zeta niemals ausgelöst werden. Und weil ich eben meine erste Ordnung erst einmal komplett in der Offensive spielen möchte, bedeutet das, dass wir von der Zeta am wenigsten profitieren von allen. Okay, so viel also erst einmal dazu. Jetzt versteht ihr, warum wir dem hier seine Zeta zuerst geben. Und das werden wir jetzt tun. Also Zeta für Sturmtruppler, los geht's. Sehr schön, über 2400 galaktische Macht mehr. Das wirkt sich dann später auf unser Schiff aus, auf Kylo Rens Kommando-Shuttle und alles, was er noch benötigt, ist diese Omega hier. Das machen wir auch irgendwann einmal. Die hat aber keine so hohe Priorität. Das ist praktisch, dass die Abklingzeit reduziert wird und dass er sich von Debuffs befreit. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Aber wir haben andere Prioritäten. Okay, dann würde ich sagen, springen wir in die galaktischen Schlachten und machen die Eroberung weiter. Und werden jetzt ein bisschen die Zeta unseres, oh nein, mit nicht Sektor 1, da sind wir schon fertig. Werden ein bisschen die Zeta unseres tollen Sturmtrupplers testen, okay? Und dann würde ich sagen, ich wollte hier, denn hier gibt es instabiler Entschleuniger. Das ist das Beste von den Teilen, die ich hier auswählen kann. Also werden wir das tun. Und dafür werden wir ein paar Schwestern der Nacht vermöbeln. Los geht's! So, wir starten mit nicht diesem Team hier, denn wir dürfen ja wieder nicht unangepasste Machtnutzer benutzen. Also nicht unangepasste Machtnutzer, sondern nicht angepasste Machtnutzer oder unangepasste Machtnutzer. Ich finde den Namen auch ein wenig dämlich. Unangepasst. Aber gut, ist wahrscheinlich irgendwie blöd aus dem Englischen übersetzt. Ich weiß auch gar nicht, wie das im Englischen heißt. Ich könnte es jetzt nachgoogeln, aber ist auch egal. Wir fangen einfach mal an mit dem Team. So. Okay, hier sind wir also. Und den ersten Charakter, den ich gern vermöbeln würde, ist Mutter Talzin. Weil sie dazu in der Lage ist,
Seht ihr hier, die Konter kommen schon, weil sie dazu in der Lage ist, halt eben Flächenschaden zu machen und uns zu verhexen und zu graben, ne, wisst ihr? So, wir jubeln jetzt erst einmal. Wir provozieren, geben uns einen Zugleister, haben dann eine 50%ige Chance, dass jemand hilft. Okay, also machen wir das mal. Und ihr habt gesehen, was ich meine. Das sah jetzt natürlich ein bisschen größer aus, als es war, weil wir eine Karte haben, die dafür sorgt, dass wir öfter angreifen. Aber was passiert ist, war folgendes. Wir haben mit dem Sturmtruppler der ersten Ordnung provoziert. Die Seta ist getriggert. Also hat sich ausgelöst und deswegen haben wir eine 50%ige Chance gehabt, dass ein Verbündeter hilft. Das ist passiert, ja. Der Verbündete, der geholfen hat, war Kylo Ren. Kylo Ren hat geholfen, hat normal angegriffen, weil er Vorteil hatte, hat er kritisch getroffen. Und dann hat der Sith-Truppler ebenfalls geholfen. Weil wir eine Karte haben, dass wenn jemand außerhalb der Runde angreift, dass er ein zweites Mal angreift, deswegen hat Kylo Ren zweimal angegriffen. Aber was passiert ist, wie gesagt, wir haben provoziert, 50%ige Chance ist getriggert, Kylo Ren greift an. Trifft kritisch, Sith-Truppler greift ebenfalls an, weil es ein kritischer Treffer war. Und das meine ich. Drei Angriffe und das mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit. Wenn ich also eine 50%ige Wahrscheinlichkeit habe, so großen Schaden zu verursachen, nehme ich die gerne. Ich weiß, es sind nur 50%, man kann sich nicht 100%ig darauf verlassen, ganz klar. Aber das gilt ja auch, wenn der kontert und der hat eine 65%ige Chance zu kontern, wie wir wissen. So, Schaden auf alle bitte, boom, sehr gut. Und Schaden auf alle bitte, boom, sehr gut. Und hier nochmal auf sie, zack, wunderbar. Awesome, Freunde. Ich mag das Team, ich liebe es. Es macht so viel Spaß. Als nächstes wählen wir dann, wie gesagt, hier diese Karte aus. Instabiler Entschleuniger, den wir momentan nicht gebrauchen können, weil ihr seht, wir sind voll mit der Kapazität. Wir haben hier Durchhaltewille, das war das, dass ein Verbündeter angreift. Ne? Fähigkeitszermürbung ist praktisch für die Fähigkeitenblockade bei 10 Debuffs. Thermische Zermürbung ist praktisch, weil wir bei 5 Debuffs 3 Stapel machen. Und ich will mal ganz kurz was gucken. Vitalität. Konfrontation. Ich gehe mal ganz kurz raus. So, okay, also wir haben keine weiteren Karten oder so. Wir kämpfen noch einmal gegen sie. Nichts weiteres, was irgendwie Sinn macht oder so. Und zwar das mit diesem Team. Los geht's. Haben wir noch ein bisschen mehr Spaß mit der Seta unseres Sturmtrupplers? Okay, und ihr wisst, sie ist immer das erste Ziel, damit sie uns nicht verhext. Sehr schön. Hex, Hex. Wunderbar. Und ihr seht hier, ne, die Konter sitzen, die Angriffe außerhalb der Runde sitzen und so weiter. Das ist schön. So, Zombie kann mehrfach sterben. Der ist schon soweit, ne? Wir machen jetzt das hier. Jubeln. 50%ige Chance ist nicht getriggert. Das ist aber in Ordnung. Wir killen jetzt mal. Wir machen mal Schaden auf alle hier. Boom, wunderbar. Das sind die auch alle erledigt. Super. Die haben ja keinen so hohen Level, ne? Dementsprechend ist das ganz gut machbar für dieses Team. Aber das ist, wie gesagt, das Team, das ich gerne als ein Team spielen möchte. Für die große Arena-Meisterschaft und so, ne? Und für die, kommenden Kämpfe, die wir halt noch so bestreiten und so weiter. So, im Inventar gucken wir ganz kurz rein. Das sind neue Gegenstände, die wir bekommen haben. Das ist super klasse, um unsere Charaktere wieder fit zu machen, beziehungsweise ein wenig zu bufferisieren. Dann nehmen wir das Ding ganz kurz mal an. Wir haben 245 Währung und ich spare mir die Währung mal ganz kurz, weil ich dann die Möglichkeit habe, hier Gegenstände zu kaufen. Und die Gegenstände brauche ich dann natürlich, um meine Charaktere auf Gear 13 zu bringen und so weiter. Ne? Deswegen spare ich mir das erste Mal und gucke, was ich dann brauche. So, hier haben wir Javas und hier haben wir dann Jedi. Ich würde mal sagen, wir nehmen den goldenen Weg, machen zumindest zwei Kämpfe auf dem goldenen Weg, weil ich dann sehen kann, was sich da hinten befindet. Und dann entscheide ich, ob ich auf dem goldenen Weg bleibe oder nicht. Nehmen doch mal dieses Team hier und spielen mit denen so lange, wie wir können. So, okay, wir machen erstmal Chief Nivet platt. Sehr gut. Wir bekommen dafür Thermaldetonatoren, das ist sehr gefährlich. Und die wurden noch gerade ausgelöst. Glücklicherweise konnten wir ein bisschen kontern. Jubeln wir jetzt hier ein bisschen. Okay, wir hatten eine 50%ige Chance, aber es ist nichts getriggert. Machen nochmal Schaden auf alle bitte. So, sehr schön. Oh, wir kriegen noch mehr Thermaldetonatoren, das ist ganz gefährlich. Greifen wir jetzt mal ihn hier an. So, nur noch der muss sterben, bevor wir sterben. Wir greifen mal ihn hier an. Unser stärksten Angriff und der ist erledigt. Super! Haben wir die Java ausgepresst und dadurch Java-Saft erhalten. Das ist awesome. So, weiter geht's. Oben oder unten haben wir die Wahl. Und oben sind es Druiden, unten sind es Kopfgeldjäger. Also kämpfen wir jetzt hier gegen die Druiden. Wieder mit diesem Team, so lange wie wir können, ne? Z.
Sehr schön. Und ihr seht, wenn wir kontern und außerhalb der Runde angreifen, greifen wir ein zweites Mal an. Deswegen ist es mir nur recht, wenn sie den Ziff-Truppler angreifen. Jetzt schicken wir alle vorher auf ihn, dann ist der ebenfalls erledigt. HK schmeißt ein paar Bomben. Nicht Hakan, ne, sondern HK. HK 47. Ich bin HK 47. Okay, so. Sehr schön. Und dann noch auf ihn bitte. Und einmal jubeln. Komm, 50%ige Chance. Okay, also so, aber dann habt ihr das gesehen, da ist es gerade getriggert wieder. Das geht natürlich auch bei Kontern, da haben wir das auch mal gesehen. Die haben unsere Sturmtruppe angegriffen, die hat gekontert und 50%ige Chance ist getriggert. Dafür hat Kylo Ren mit angegriffen und dann nochmal der Sith-Truppler. Sehr, sehr schön. Okay, was haben wir hier? Wir kriegen nochmal die nächste Belohnung, stehen noch relativ kurz vor der nächsten Kiste, die sich hier befindet. Was wäre das denn eigentlich? Bessere Ausrüstung und ein Omega! Ich brauche Omegas, unbedingt, Freunde. Ganz, ganz, ganz viele Omegas. Ihr hattet recht. Also, die Omegas sind tatsächlich weitaus seltener. Oh, guck mal hier, ne? Es macht fast keinen Unterschied, ob ich oben oder unten rumlaufe. Oben ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es ist beides ziemlich nervig. Omegas sind tatsächlich schwerer zu bekommen als Zetas im Moment. Die sind viel seltener. An denen hängt es mehr als an den Zetas. Okay, den B2 müssen wir zuerst plätten. Ganz einfach deswegen. Da, habt ihr gesehen? Sehr schön. So, jetzt machen wir erstmal das hier. Wunderbar. Okay, Doku fängt sich ein paar Konter. Oh, schön. Dann machen wir erst einmal Schaden auf alle für Bonuszugleiste. Wunderbar. Machen das hier und schicken ihn mit vor. Sehr gut. Und ihr seht, er greift sogar noch ein weiteres Mal an. Und dann jubeln wir hier. 50%ige Chance. Nope, leider nicht. Aber wir greifen normal an. Und das war's. Wir hätten noch die Debuffs entfernen können, aber das passt schon. So. Okay, ich habe eben gar nicht geschaut, was sich da drin befindet. Fanatischer Ehrgeiz. Effektivitätskalibrierung, unersättlich. Alles ist nicht wirklich gut hier. Das ist nicht schlecht, aber das ist auch nicht wirklich gut. Schutzregeneration wird ein Verbündeter bei einem Buff belegt, regeneriert auf 5% Schutz. Ausweichtechnik. Alle Verbündeten haben zu Beginn hier Runde 2 Runden lang einen höheren Ausweichwert. Fähigkeitsvermögen. Also ihr seht, da ist auch wieder nichts Ordentliches dabei, was ich wirklich gebrauchen kann. Ganz egal, ob ich oben oder unten rumgehe. Alles ist nicht sonderlich gut. Es kann natürlich sein, weil wir auf leicht spielen, dass Capital Games sich gedacht haben, okay, wir passen das ein bisschen an und geben dementsprechend noch schwächere Karten raus. Weil wenn man auf leicht spielt, hat er noch mega overpowerte Karten, dann ist es vielleicht auch noch zu leicht. Aber ich meine, das ist sowieso relativ leicht hier für uns, ne? Also wenn man die galaktische Eroberung freischaltet, ist man ja schon sehr schön. Wenn man die galaktische Eroberung freischaltet, ist man ja schon auf Level 85 und dementsprechend ist das auch dann schon relativ einfach, ne? Guck mal, all die Bonusangriffe, die wir bekommen. Super. So, gehen wir jetzt mal in Zugleiste. Sehr schön. Greift mal hier normal an. Könnt natürlich die Debuffs von uns entfernen zum Kram, das musste aber nicht sein. Machen das hier und geben dann mal eben die Bonuszugleiste, so. Und machen das und nehmen Kylo mit. Sehr schön. Ich könnte auch Bonuszugleiste dem Sturmtruppler geben immer, weil der halt die 50%ige Chance hat, dass jemand hilft. Das macht unter Umständen auch Sinn. Okay, also wie gesagt, das ist völlig egal, wo wir jetzt lang gehen. Verbündete Heilunterstützer erhalten Angriff und, in Höhe von 54% ihrer Maximalgesundheit. Das ist zwar nicht schlecht, aber wir haben nicht allzu viele Unterstützer bei der ersten Ordnung oder Heiler. Vielleicht nehme ich hier die Schutzregeneration. Höhere Ausweichwert, habe ich gemerkt, ist auch nicht so toll. Komm, wir gehen hier hin und wählen die Schutzregeneration. Das kann nicht schaden, obwohl ich die jetzt nicht anlege. Ne? Wir nehmen die einfach mit. Wer weiß, vielleicht können wir die irgendwann mal gebrauchen. Aber ich glaube, hier auf leicht ist es nicht unbedingt nötig. So, dann machen wir Phoenix Platz. Das sollte ja gut Spaß machen mit der ersten Ordnung. Und danach nehmen wir das andere erste Ordnung-Team. Eventuell spiele ich sogar Captain Phasma als Anführerin. Weil es Spaß macht. Nicht Kylo Ren, ne? Weil Captain Phasmas Anführerfähigkeit ist witzig. Okay, super. So, wir schicken erstmal alle vor hier auf ihn. Um ihn zuerst Platz zu machen. Sehr schön, dann ist der down. Und dann haben die Gegner auch keine Konter mehr. Wunderbar, jetzt machen wir die was bei uns weg. So, super. Greifen auch gleich direkt außerhalb unserer Runde an. Das finde ich toll. Dann machen wir das hier. Sehr schön, machen Schaden auf alle. Super klasse. Hab auch schon ganz viele Thermaldetonatoren bekommen. Das ist schön. Greifen wir jetzt mal hier Hera an. Dann ist sie erledigt. Als nächstes greifen wir Sabine an. Können sie sogar betäuben. Dann ist sie auch erledigt. Super. Und dann greifen wir hier den guten Zap an. Sehr schön.
Oh, ich liebe diesen Kylo hier. Ich mag die Klamotten und das mit dem Lichtschwert und die Maske und so. Ist ein cooles Design, finde ich. So. Jetzt haben wir die Wahl wieder oben oder unten. Und ihr seht hier Nachtschwestern oder Gideon-Team. Es ist nicht immer schwerer, unten lang zu gehen. Zum Beispiel hier oben haben wir es mit der Galaktischen Republik zu tun. Und die Galaktische Republik hat unerschrockener Mut. Unerschrockener Mut ist auch schon ziemlich übel. Kann auch schon hart sein. Vor allem für die erste Ordnung, wenn Rex der Anführer ist. Das ist ziemlich brutal, weil der kriegt Bonuszugleiste. Ich meine, jetzt mit uns Level 85 und die Level 60 auf leicht ist das kein Problem. Aber ihr seht, dieses Team wäre wahrscheinlich leichter zu besiegen als dieses. Ja, also dass Gold schwerer ist als Blau, ist nicht immer gesagt. Na, das ist nicht immer klar. Es hängt auch ein bisschen von den Teams ab, mit denen man kämpft. Aber gut, wir kämpfen jetzt hier wieder gegen Gold, weil ich mir wieder die Option offen halten möchte erst einmal. Und gucken mal, was uns erwartet. Wir spielen bis 0%. Und so, wenn wir das schaffen, wenn wir das können mit dem Team. Und dann wechseln wir auf ein anderes Team. So, Darka ist die Erste, die sterben muss. Das ist gut, dass sie gestorben ist. Als nächstes kümmern wir uns dann um Telsin, sobald wir können. Ihr seht, weil wir nur 50% haben, sind eben unsere Werte nicht so gut. Aber das Geile ist, weil wir ja Hux als Anführer haben, ist das nicht weiter schlimm. Denn weil wir Hux als Anführer haben, bedeutet das, dass wir halt sehr gut darin sind zu kontern. Und dementsprechend ist es halb so wild, wenn wir langsamer sind als die Gegner. Ja, das macht überhaupt gar keinen Unterschied im Endeffekt für unsere Offensivstärke. Wir müssen halt bloß den Schaden wegstecken können, ne? So, okay, wir haben die nächste Belohnung. Die können wir auch schon mal einsammeln hier. Das ist das Ding. Sehr schön. Zeug zum Slicen unserer Mods. Slicen werde ich übrigens auch demnächst mal. Na, jetzt sind wir hier. Also Jedi auf jeden Fall. Die sind auf jeden Fall leichter. So, wenn ich zwischendurch leise bin, trinke ich etwas. Denn, meistens zwischen den Kämpfen oder so, denn ich habe, weil es so heiß ist, zwei Ventilatoren, also generell sollte man da viel trinken, wenn es heiß ist, ne? Ich habe gerade Kaffee neben mir stehen, ein bisschen Kaffee, es ist halt so, wenn ich jetzt, ich habe jetzt, weil es so heiß ist, zwei Ventilatoren auf mich gerichtet, jetzt könnte man sagen, hey, wenn es so heiß ist, warum trinkst du Kaffee? Naja, also, der Kaffee ist mittlerweile schon kalt, es ist eher Eiskaffee, muss ich sagen, die Sache ist halt die, ich habe zwei Ventilatoren auf mich gerichtet. Einen von vorne, das ist ein kleiner USB-Tischventilator. Und dann noch ein Ventilator von hinten, der mich von hinten anpustet. Und dieser Tischventilator, der mich von vorne anpustet. Oder hier, ne? Hier haben wir es mit Jedi zu tun, mit Shaak Ti und Qui-Gon Jinn und Ki Adi-Mundi. Und hier unten sind nur Tusken. Ja, mit dem Mando. Und ich glaube mal, die wären leichter als die. Beispielsweise, ne? Aber da kann man jetzt drüber streiten. Das hängt immer ein bisschen von der Ausrüstung ab, die haben. Naja, und ich habe der kleine USB-Tischventilator, der mich von vorne anpustet, der sorgt dafür, dass ich einen trockenen Hals bekomme. Deswegen habe ich manchmal ein bisschen Schnupfen oder, also klinge ein bisschen verschnupft oder ein bisschen heiser. Nicht, weil ich tatsächlich erkältet bin oder so, sondern weil der halt eben dafür sorgt, dass ich irgendwie so mich leicht erkältet fühle, sozusagen. Wir müssen aufpassen, dass wir noch ein bisschen was einstecken. Ah, schade, ihr seht, wir sind an dem Punkt, wo wir nicht mehr gut einstecken, weil die halt so viel Bonuszugleiste bekommen. Bonuszüge bekommen und so ein Kram. Wir schaffen es trotzdem, weil die einfach sich selbst kaputt machen an uns. Aber ihr seht, die Tusken, die sind schon gut gebufft worden. Und der Mando hilft natürlich auch ein bisschen dabei dann. Und ihr seht, der Kampf läuft von alleine ab. Ich kann nicht mehr aktiv spielen. Also wir müssen das jetzt hinnehmen. Killen dafür Tusken. Ich habe das auch noch als Aufgabe, so wie die Javas. Ist nicht schlecht. Es hieß Java-Saft. Warum heißt es nicht auch Tusken-Saft? Aber gut. Dann, wahrscheinlich, weil die so staubig sind. Jedenfalls haben wir hier Zeug im Shop oder hier Zeug im Shop. Da ist sogar der obere Weg auch wieder besser für mich, weil ich lieber ein mittleres Stimpack hätte, als das Zeug hier unten. Aber ich werde sowieso nichts kaufen, weil ich Währung spare. Wir gehen trotzdem nochmal hier rein. Die sind aufgebraucht. Ihr seht, Ausdauer verbraucht. Das passt. Jetzt machen wir mit dem Team weiter. Und eigentlich wäre Kylo Ren als Anführer besser. Ich werde trotzdem jetzt mal ganz kurz hier mit Phasma als Anführer spielen. Einfach nur, weil es witzig ist. So, denn Captain Phasma hat eine, ihr seht, die fangen auch schon mit voller Zugleisten zum Kram an. Und hier wäre es beispielsweise praktisch, ne, ihr seht, außerhalb der großen Arena-Meisterschaft-Umgebung, wenn wir nicht von der Omikron profitieren, der Zeta-Kombination, dann wäre es natürlich praktischer, wenn Kylo Ren seine, Fähigkeit hätte, ne, wisst ihr, seine Zeta, damit er von Anfang an provoziert. Aber gut, so, was wir jetzt machen ist, wir machen das hier und geben das erst einmal Kylo.
So, damit Kyle erst einmal hier ihn betäuben und provozieren kann. Okay? Sehr schön. So, jetzt machen wir das hier mit Fast. Wir geben allen Zugleiste und greifen dann erst einmal ihn hier an. Wunderbar. Und dann versuchen wir ihn zu killen. Hat funktioniert. Wir haben Bonuszugleiste bekommen. Der wird auch gleich sterben. Sehr schön. Seht, Kylo Rens Konter sind praktisch. Und wir greifen jetzt ihn hier an mit unserem stärksten Angriff. So, wunderbar. Und ihr seht, wegen Captain Phasma greift jemand außerhalb der Runde an. Ne? Jetzt versuchen wir, ihm hier Zugleiste zu nehmen. Beziehungsweise, komm, wir greifen ihn einfach mal an hier. So, der schon hat funktioniert. Wir haben Bonuszugleiste bekommen, weil wir ihm Zugleiste genommen haben. Greifen ihn hier an, damit wir weiterhin provozieren. Ihr seht, dank Captain Phasmas Anführerfähigkeit haben wir eine 60%ige Chance, dass, wann immer wir Schaden zufügen, dass ein Verbündeter eben mit angreift. Ja, so wie jetzt hier. Das ist zwar sehr praktisch, aber außerhalb der großen Arena-Meisterschaft-Umgebung ist das, also ist zwar witzig, aber außerhalb der großen Arena-Meisterschaft nicht so wirklich mächtig, ja. Kylo Ren als Anführer sorgt für mehr Bonuszugleiste, er sorgt für Bonusschaden bei kritischen Treffern, er sorgt für mehr Tempo und so weiter, ne, deswegen macht Kylo Ren unmaskiert als Anführer mehr Sinn, außerhalb der großen Arena-Meisterschaft-Umgebung, okay. So, na gut, wir kämpfen jetzt gegen die, tauschen also die beiden aus, so, oder tauschen die beiden um. Okay, jetzt ist Kylo der Anführer und ihr seht, immer wenn wir kritisch treffen, kriegt unser komplettes Team Bonuszugleiste. Sehr praktisch, ne? Wir betäuben erst einmal ihn, dann würde ich sagen, machen wir das hier, versuchen mal seine Zugleiste zu nehmen, es hat nicht funktioniert. Kylo wird Angriff, ihr seht, Kylo provoziert, das ist auch gut, wir geben allen Bonuszugleiste und ich würde mal sagen, wir greifen einfach mal Django an, komm hier. So, super, können wir ihn killen? Gilt als Kill, wir kriegen Bonuszugleiste, ne? Greifen noch einmal an hiermit. So. Weil immer wir können, benutzen wir das, weil das nämlich unsere Maximalgesundheit erhöht. Dauerhaft. Auch wenn wir jemanden nicht damit killen, wir kriegen trotzdem Bonuszugleiste. Also immer möglich diese Fähigkeit aktivieren. Jetzt greifen wir wieder Django an. Sehr schön. Und geben jetzt hier eben die Bonuszugleiste, können jemanden killen, ne? Super. Haben wir nicht gekillt, aber dafür unsere Maximalgesundheit erhöht. Das heißt, wir machen mehr Schaden, solange wir diesen Buff haben. Jetzt machen wir Schaden auf alle. Verlangsamen die Gegner. Greifen jetzt damit an. Weil wir zweimal angreifen, haben den Gegner damit gekillt. Greifen jetzt die Embo an. So, sehr schön. Noch einmal auf Embo bitte. Super. So, er konnte uns nicht betäuben. Das passt schon. Wir greifen wieder Embo an. Benutzen wieder diese Fähigkeit hier. Wunderbar. Er kann ausweichen. Wir können aber zweimal angreifen. Also ist Embo damit auch erledigt. So, er fängt sich einen Konter. Das ist gut. Und jetzt greifen wir hier an. Wir können ihn sogar killen. Komm, machen wir mal schnell. Sehr gut. Greifen wir hiermit an. Wunderbar. Und alles ist auch erledigt. Perfekt. Jetzt machen wir wieder diese Fähigkeit hier. Sehr schön. Wir haben guten Schaden angerichtet und greifen damit zweimal an. Dann ist auch der gute Dengar platt. Und ihr seht, der Basisschaden dieses Teams ist nicht so hoch. Es baut halt letztendlich darauf auf, dass... es ist halt eigentlich eher für die große Arena-Meisterschaft gedacht, ne? Aber die halten zumindest ziemlich gut durch. Okay, ich mache den oberen Shop frei. Dafür, ne? Damit wir das eventuell holen können. Und was sind hier die Aufgaben? Gewinne mit 5 Siegern, schließe den Kampf mit einem zu kleinen Trupp ab. Das geht also wieder nicht Hand in Hand. Wir müssen also wieder zweimal kämpfen, weil wir einmal 5 Sieger brauchen. Das heißt, wir brauchen einen Trupp aus 5. Und schließe den Kampf mit einem zu kleinen Trupp ab. Das bedeutet, ne, wisst ihr, das ist dann eben das andere Ding, wo wir halt dann eben einen zu kleinen Trupp haben. Also gehen wir jetzt mit denen rein. Und die brauchen 5 Sieger. Ich denke mal, das ist ganz gut machbar mit Kylo Ren. Und haben es wieder mit Bendak Starkiller zu tun hier. Duellkommentator, kennt ihr ja schon, ne? Damen und Herren, begleitet mich auf eine Reise in die wilden Tage der Vergangenheit. Illegal, verboten, seit beinahe 10 Jahren geächtet. Ein gutes, altes Deathmatch. For the thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! So, los geht's. Wir haben ein Deathmatch. Unser Offizier gegen Ice Baby. Dun, 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 dun. So, greifen wir nochmal an hier. Kritisch. Sehr schön. Greifen wir nochmal an hier. Nicht kritisch. Sehr schön. Nehmen die Zugleiste. Hat leider nicht funktioniert. Wir greifen nochmal an hier. Kritisch. Sehr schön. Greifen nochmal an hier. Kritisch. Sehr schön. Nehmen die Zugleiste. Hat leider nicht funktioniert. Greifen nochmal an hier. Kritisch. Sehr schön. Und wir haben einen Sieger. Awesome. Als nächstes machen wir ein bisschen langsam.
Das ist Girl in Two Fingers. Hat er nur zwei Finger oder heißt er Two Fingers wegen seinen beiden Abzugfingern? Ist aber auch egal. Wir sorgen für ein bisschen Vorteil. Und dann greifen wir an. Und dann greifen wir an. Und dann machen wir das hier. Wir profitieren, glaube ich, immer noch von unserer Anführerfähigkeit, denke ich mal. Wenn wir kritisch treffen, wir heilen uns unseren Kram. Das ist sehr, sehr praktisch. Der nächste Sieger wird er hier sein. Unser Teilpilot. Wir greifen also an. Einmal. Wir greifen also an hier. Zweimal. Sehr schön. Und jetzt machen wir das hier. Piu, piu. Und er ist fast erledigt. Noch ein weiterer Angriff. Und wir haben noch einen Sieger. Awesome. Oh, das wird witzig. Der hat sich gebufft. Aber wir nehmen seine Buffs und werden dadurch stärker. Als nächstes greifen wir nochmal an. Buffen uns dafür. Wir sind noch stärker. Greifen wieder an. Wir sind noch stärker. Greifen wieder an. Und unsere Macht ist nicht aufzuhalten. Denn wir sind die erste Ordnung. Und das finale Duell ist Kylo Ren gegen Bendak Starkiller. Der wiederum vor der Macht von Kylo Ren einfach erstarrt ist. Er ist nicht in der Lage, irgendwie zu agieren. Kylo Ren greift an. Kylo Ren greift an. Kylo Ren betäubt ihn noch ein wenig. Und das war's. Er platzt einfach vor lauter Erstarren. Vor lauter Angst vor Kylo Ren. Und damit haben wir den Sieg, Freunde. Awesome. Gewinne mit 5 Siegern, das ist toll. Und jetzt sollen wir das gleiche machen mit einem zu kleinen Team. Das ist durchaus machbar. Aber vorher gucken wir ganz kurz, was unsere Karte ist, die wir uns hier verdient haben. Instabiler Entschleuniger, Durchhaltewille, Fähigkeitszerbau. Wir haben alles schon. Es macht keinen Sinn, irgendwas davon zu nehmen, weil nichts davon irgendwie stapelt. Durchhaltewille prockt nur einmal pro Runde. Fügt der Verbündete ein. Das ist auch nicht. Das könnte eventuell stapelbar sein. Instabiler Entschleuniger. Alles andere ist eh nicht stapelbar, oder? Das ist auch nicht stapelbar. Komm, ich nehme einfach mal die Fähigkeitsvermögen. Ich find das toll. Okay, so, das war's. Und wir haben den nächsten Sektor freigeschaltet. Außerdem haben wir ein paar Belohnungen freigeschaltet. Wir haben das Ding und die nächste Kiste. Und die besagt das, was wir uns vorhin angeschaut haben. Also gehen wir doch mal ganz kurz hier raus. Gehen noch mal ganz kurz hier rein. Und gucken mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Mit einem vollen Trupp aus Sith. Eventuell mache ich das einfach mal. Irgendwie nervt mich das, dass ich diesen Erfolg nicht habe. Aber wie gesagt, das bringt nicht viel, den zu holen. Also kartentechnisch. Gucken wir ganz kurz, wie es hier aussieht. Was fehlt uns noch hier? Einmal machen wir die Kraft natürlich nochmal. Und dann fehlt uns das hier. 10-mal Ausweichwert von Gegnern senken. Ich habe einfach nicht die Möglichkeit dazu im Moment. Also so wie das für mich aussieht aktuell. Wir gehen aber hier rein und machen das mit einem zu kleinen Trupp. Ich lade gerne Energy auf. Denn ich will noch ein bisschen weitermachen. Und ich würde mal sagen, bei einem zu kleinen Trupp lassen wir einfach mal den Offizier weg. Okay? Also die machen das hier, ne? Oder wisst ihr was? Wollen wir mal... Nein, das ist schon besser, wenn wir das so machen, weil die anderen haben auch keine Ausdauer mehr. Es können, zu kleinen Trupp können ja auch 3 Leute sein, ne? Ich kann das auch nur mit Kylo alleine schaffen. Wisst ihr was? Komm, ich probiere das mal. Es heißt ja, ein zu kleiner Trupp. Wer das ist, ist ja egal, oder? Kylo! Zeig, was du drauf hast. So, meine Damen und Herren, ihr wisst ja schon, was das bedeutet. Ladies and Gentlemen, und jetzt greifen wir Bendak Starkiller an. Und machen das. Und machen das. Und er ist geplatzt. Und das war's. Was? Niederlage? Warum war das eine... Ach so, weil warte mal. Weil Kylo den nicht gekillt hat? Deswegen vielleicht? Warum? Ich will das nochmal versuchen. Warum war das eine Niederlage? Weil wir keinen Sieger hatten. Weil Kylo ihn nicht gekillt hat? Deswegen? Das wäre ja ziemlich lame. Also da müssen Capital Games ein bisschen nachhelfen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, noch einmal bitte. Also betäuben, angreifen. So, okay, angreifen. Er hat Zeug. Bitte Platz nicht. Killen, können wir ihn killen, bitte? Okay, er ist gekillt. Niederlage. Warum ist das eine Niederlage? Ich verstehe das nicht. Weil die Gegner mehr Siege haben vielleicht? Aber wie soll ich damit einem zu kleinen Team gewinnen? Hä? Moment. Okay, pass auf, wir machen das jetzt mal richtig. Nein, sorry, den nicht. Wir nehmen, wo ist er denn? Ihn hier. Okay, zu kleines Team, ja? Zu kleines Team. Kleiner geht das. Also ein größeres zu kleines Team kann ich nicht haben. Versuchen wir es mal mit denen. Gott, hab mich jetzt Energie verplempert für nichts. Tja, dann wollen wir mal. Okay, die wilden Tage, Deathmatch und so weiter. Gut, dann machen wir jetzt erstmal das hier. Jubilarisieren mal ein bisschen. Verlangsamen ihn hier ein wenig. Und dann greifen wir an. Sehr schön. Gucken wir mal, wer den schnelleren Finger hat.
Stelleren Abzugfinger. Wir machen das hier. Und der ist geplatzt. Okay, gut. Wir haben einen Sieger, ne? Sie ist Sieger. Einen mit Duelland belegten Gegner besiegt. Was, ich vermute mal, dass dieser Buff nicht rechtzeitig geprockt ist. Oder irgendetwas. Also, wenn man nur mit einem Charakter da reingeht. Das ist da irgendwie, das ist irgendwie verbuggt, glaube ich. Weil mit einem zu kleinen Team sollte auch mit einem Charakter funktionieren. Aber dieser Event funktioniert anscheinend nicht mit nur einem Charakter. Das ist ein bisschen seltsam. Ich habe das Gefühl, es sollte zwar funktionieren, aber aus irgendeinem Grund tut es das nicht. Ich meine, es ist jetzt nicht schlimm, ne? Wir können auch mit vier Charakteren da reingehen. Wir haben jetzt zwei Sieger hier. Es hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass man irgendwie die Mehrzahl an Siegen braucht oder so am Ende des Kampfes. Und die hatten wir anscheinend nicht. Ich vermute mal, es hängt damit zusammen. So. Sieg. Okay, super. Oder man braucht halt eine gewisse Anzahl, also ich weiß auch nicht. Es hat jedenfalls geklappt, ne? Ich schätze mal, das war irgendwie ein bisschen verbuggt. Also, dass das zwar gehen sollte, aber das registriert zu spät, dass man den Sieg eigentlich hat. Und ihr seht, die letzten Punkte, die uns jeweils hier fehlen, sind jeweils die entsprechenden Erfolge, die ich nicht machen kann. Ja, weil ich einfach die Charaktere dazu nicht habe. Und hier ebenfalls. Das sind einfach Charaktere, die mir fehlen, die gewisse Dinge machen können. Oder was hat eben das Einzige ist halt hier, das ist ineffektiv, das zu holen. Weil ich nicht mehr Punkte im Endeffekt bekomme. Also im Verhältnis zur Energie, die ich ausgebe. Sollte es an 9 Punkten scheitern, werde ich das tun, aber falls nicht, dann halt eben nicht, ne? Gucken wir mal ganz kurz hier in Sektor 3 rein. Gucken uns mal die ersten Karten an. Ihr seht, auch hier ist nichts dabei, was wir gebrauchen können. Nichts, was irgendwie gut ist. Verbündete Einheiten erhalten 20% Angriff, 17% kritischer Schaden. Das ist zwar toll, wird ein Verbündeter mit einem Debuff belegt, regeneriert er 3% Gesundheit, das ist auch witzig. Aber ist alles nicht so wirklich toll. Beim kritischen Treffer regeneriert alle Verbündeten 8% Gesundheit, ist auch witzig. Ich nehme das mit der Gesundheitsregeneration, aber nichts, was wir wirklich irgendwie gebrauchen können. Und auch nichts, was wir wirklich anlegen oder so. Sehr, sehr schade. Ich bin ein bisschen enttäuscht von den Karten, aber wie gesagt, ich bin auch mehr gewohnt, wahrscheinlich, weil ich auf schwer spiele. Aber auch auf schwer habe ich gemerkt, dass da nicht so tolle Karten mit drin sind. Okay, auf jeden Fall haben wir es hier mit Jedi Ritter Revan zu tun, unter anderem. Und wir gucken mal ganz kurz, was die Erfolge hier sind. 3 Stück. Erhalte 10-mal Tarnung. Gewinne 3 Kämpfe ohne Angreifer in deinem Trupp und belege 10-mal mit Wanken. Okay, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode, Freunde. Ich guck mal, welche Charaktere Gegner mit Wanken belegen können bei mir. Wie ich Tarnung erhalten kann und ohne Angreifer im Trupp ist auf jeden Fall machbar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Episode. Vielen lieben Dank, Freunde, dass ihr mit dabei wart und bis dann. Möge die Macht der Ersten Ordnung mit euch sein.